Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang, das Auge der Göttin. Gute Frage, was ich jetzt sagen soll, weil das ist ja diese tolle neue Story-Mod, die bis jetzt gar nicht mal schlecht wirkt, außer ein paar sehr heftigen Kämpfen und so. Und ja, wir haben Quests gekriegt. Händler im Not helfen und einen Schweinehirten finden. Das sollten wir als erstes machen. Also gucken wir mal, wo wir den Schweinehirten rumliegen finden. Hier in der Ecke vielleicht? Nein. Grafenstadt wahrscheinlich auch nicht. Bei der zwielichtigen Person ist er auch nicht wahrscheinlich. Ist er im Fluss gelandet oder ist er ein Huhn geworden? Im Fluss liegt niemand rum. Habt ihr noch was Neues zu sagen? Komm später nochmal vorbei. Dann werdet ihr schon sehen. Ich finde, bei denen haben sie die Stimmen gut getroffen. Also ja, ich habe eigentlich gesagt, ich will die Synchro nicht kritisieren weiter, weil der Gedanke zählt alleine. Aber das musste jetzt mal gesagt werden, dass die eigentlich eine ziemlich gute Synchro haben. Die drei. Hier ist auch nichts und niemand. Da gucken wir mal in die Kanalisation. Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass die Modmacher den da drin versteckt haben irgendwie. Weil in ein Huhn verwandelt wurde er sicherlich jetzt nicht. Und hier im Gebüsch versteckt sich nur ein Fass. Mit zwei unglaublichen Bolzen für Gladys. Okay, gehen wir mal nach Unterferdock. Und ja, ich weiß, das ist eine Nebenquest. Die Hauptquest ist eigentlich dem Standfuzzi helfen. Ah ja, Unterferdock macht auch keinen Sinn eigentlich, weil hier... waren wir eigentlich ja schon in der Mod. Hier sind wir ja rausgekommen, als wir... unseren Miesepeter, also von den Schwarzaugen, verfolgt haben. Haben hier gegen ein paar Feuerelementare gekämpft. Also nee, hier ist er auch nicht. Jetzt gehen wir einfach mal zurück zum Tor. Würde mich nicht wundern, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, wenn er einfach an uns vorbeigelaufen ist und schon wieder bei seinen Schweinen rumsteht.
Okay, da schnarcht da einfach im Gebüsch auf einmal. Hi. Schweinehirt schnarcht. Da liegt er und schläft. Unglaublich. Schnarcht. Hey, ihr da aufwachen. Was ist denn? Seid ihr der Schweinehirte Gebhard? Ja, der bin ich. Was gibt's denn? Da wartet jemand auf euch. Ich? Wer denn? Na, wer wohl? Der Herr, der auf eure Schweine aufpasst, natürlich. Bei den Zwölfen. Meine Schweine. Wie spät ist es denn? Jedenfalls noch nicht zu spät, aber ihr solltet zusehen, dass ihr schnell zu euren Schweinen kommt. Der werte Herr ist bereits etwas ungehalten. Oh. Dann aber schnell. So. Ich habe Gebhard gefunden. Der Genuss des Ferdokos hat ihn wohl müde gemacht, sodass er sich ein lauschiges Plätzchen in einem Busch gesucht hat, um dort ein Nickerchen zu machen. Ich habe ihn geweckt und er ist sofort zu seinem Schwein. Geh zum Stadttor. Nachdem ich jetzt Gebhard gefunden habe, sollte ich nochmal zum Stadttor gehen und nachsehen, ob er auch wirklich wieder da ist. Mhm. Ja, ihm einfach hinterher dackeln. Das seid ihr ja endlich. Ich dachte, ihr wolltet nur eben mal zur Schankmeid und euch etwas zu trinken holen. Ja, da war ich ja auch. Aber dann bin ich auf dem Rückweg plötzlich so müde geworden. Ich habe mich nur kurz ausgeruht und dann bin ich wohl etwas eingenickt. Für mich sah es eher so aus, als hätte dir tief und fest geschlafen. Na, sowas. Und mich hat er dabei völlig vergessen. Wer weiß, wie lange ich noch hier gestanden hätte, wenn ihr nicht gewesen wärt. Es tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat. Etwas länger? Ich stehe mir hier die Beine in den Bauch, während ihr in aller Seelenruhe euren Rausch ausschlaft. Und ihr nennt das etwas länger? Das nächste Mal könnt ihr euch einen anderen Dummen aussuchen, der auf eure Schweine aufpasst. Guten Tag. Laut nicht so, ich wäre an seiner Stelle auch aufgebracht und dabei habt ihr noch Glück gehabt. Stellt euch vor, er wäre einfach gegangen, nachdem ihr nicht wiedergekommen seid. Aber ich habe es doch nicht absichtlich gemacht. Das spielt keine Rolle, ich muss jetzt und weiter. Und danke, dass ihr mich geweckt habt. Ja. Erfahrungspunkte, oh, 20. Okay. Geschlossen. Gebhard ist wieder bei seinen Schweinen und Eborius Brotbeck endlich erlöst. Gebhard hat auf dem Rückweg ein Schläfchen gehalten und dabei seine Schweine vollkommen vergessen. Eborius Brotbeck, der in der Zwischenzeit auf seine Schweine aufgepasst hat, ist endlich von seiner Aufgabe erlöst. Das hat sich aufgebracht auf den Weg gemacht. Mhm. Gut, mit den beiden können wir nicht mehr reden, aber wir können jetzt von hier aus schnell in die Grafenstadt übersetzen. Ohne nochmal den langen Weg gehen zu müssen. Wir müssen uns halt auch wieder jetzt gut umsehen nach Quests und so. Städter. Eine verschlossene Truhe. Da kann Gladys doch nicht widerstehen. Ulmenholz und Gänsefedern. Jetzt nichts Besonderes, aber wir nehmen es mal mit. Und ja, wenn hier schon die Krämerin steht. Was? Hat sie irgendwas Besonderes? Nein, nur den ganzen Tand, den wir ihr eh verkauft haben. Dann kann sie helles Pferdocker, Krähenfüße, die 10 Figuren behalten wir mal. So. Da sind nur noch unsere Questgegenstände hier.
Torwache, Städter. Hab nochmals. Ja, für den haben wir die Quest mit dem Tor gemacht. Habt ihr schon den Bogenbaulehrer am Stadthof vom Preiersplatz bemerkt? Ja, kennen wir. Hier ist irgendwie auch niemand. Hier sollte doch der Zwerg sein und auf seine Hühner aufpassen. Oder ist er auch schon wieder in irgendwelchen Miseren? Also ja, ich werde ein bisschen die Gegend ablaufen und zu gucken. Stadthaus, das ist die Bibliothek. Grafenresidenz, der Stadtgardist, den kennen wir ja. Ja, der sagt nur, ich stehe in eurer Schuld. Danke nochmals. Der Stadtgardist ist der Neue, der uns in die verlassene Taverne geschickt hat. Danko. Ah, schön, euch wiederzusehen. Hier sind die 20 Albenholzladen, die ihr benötigt. Ihr nehmt. Ja, hervorragend. Habt ihr noch mehr? Ja, hier habe ich die 20 Ulmenholzbretter, die ihr benötigt. Ist ja hervorragend. Habt ihr noch mehr? Ja, die 20 Lederbänder. Ist ja hervorragend. Ja, jetzt liegt das alles bei ihm rum. Ich hab den Holzleim vergessen, gell? Ja. Beziehungsweise ich habe zu wenig Holzleim. Es sind 30 uns, nicht 20. Es ist mir gelungen, die benötigten 20 Eibenholzlatten zu besorgen. Also gehen wir jetzt nochmal in unser Haus gleich, sobald wir uns umgesehen haben. Oder wir kaufen einfach 10 Holzleim hinten beim Armbruster. Das ist schneller und einfacher. Unser Koboldfreund. Willkommen, willkommen. Gefällt es dir auch, wenn es knallt und raucht? Was darf es sein? Ja, es gefällt mir sogar sehr. Kannst du mir nicht beibringen, wie man sowas macht? Ja, er kann einem ein paar Zauber beibringen. Alles klar. So, Migravis tiefer Schlaf zum Beispiel. Skeletarius. Ja, beschwört einen Untoten. Kann Gladys aber nicht, weil sie keine Vollmagier ist, drin ist. Ich frage mich gerade, ist der Acceleratus hier irgendwo? Ja, Acceleratus blitzgeschwind. Dieser Zauber versetzt den Zaubern in die Lage, seine Bewegungen kurzfristig enorm zu beschleunigen. Sie sind fließend und grazil, wirken jedoch für Außenstehende leicht verschwommen. Ja, Paradebasis, Angriffswert und Treff und Schaden plus 2. Ob ich den nicht lernen sollte, ist die gute Frage. Mein Atem geht ruhig. Folgt mir.